Hallo Welt, da sind wir wieder in Heliaren und wir warten auf den Schmied. 3 Stunden nämlich. So. Und ich hoffe, wir können dann gleich in seinen Laden investieren. Ich bin direkt hinter euch. Ich gebe euch Deckung. Warum ist uns so kalt? Wo ist der Schmied auf einmal hin? Will er nicht, dass wir in seinen Laden investieren? Ach hier, der hat sich auch getarnt. Ihr braucht etwas? Ich möchte investieren in euer Geschäft nämlich. Ausgezeichnet. Diese Entscheidung werdet ihr sicher nicht bereuen. Sicher nicht. 500 Goldstücke, ist das okay? Danke, das kann ich sehr gut gebrauchen. Und was habt ihr jetzt zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Oh, Diadem der geringen Alchemie. Naja, das ist nicht wirklich was, oder? Die Wirksamkeit gebrauter Tränke wird um 12% gesteigert. Na, besser als nichts. So müssen wir doch gucken. Ein bisschen übersichtlicher, wenn wir schon die Möglichkeit dazu haben. Wiederherstellungszauber. Frostresistenz. War's das? Moment. Die Wirksamkeit gebrauter Tränke wird um 20% gesteigert. 20%? Joa. Bögen. Oh, Bögen bewirken 25% höheren Schaden. Ja, schon, aber... Nein, Moment. Brauchen wir das nicht. Wir kennen den Zauber schon. Der hat ja wirklich viel Stahl hier und so Ebenerzriegel und sowas. Aber er hat keine Ringschäfte, oder? Habe ich mich da verguckt? Doch, aus Kupfer 3 Stück. Na, das soll doch erstmal reichen, finde ich. Also gut. Was wird das denn? Ich weiß nicht. Ich hätte hier in Heliaren gerne auch etwas aufgebaut. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ein Versteck hätte ich mir gerne hingelegt. Irgendwo hier oben zum Beispiel. Da fällt es doch kaum auf. Ein ausgehöhlter Stein. Und da legen wir dann die Alchemie-Sachen rein, ja. Aber erstmal brauchen wir sie selbst. Denn der Schmied hat jetzt noch richtig viele Septime von uns. Heigen. Hm? Nix. Also gut. Ja. Oh nein. Das ist ja falsch hier. Das ist ja Heigens Bauernhaus. Aber schön warm hat das hier drin und aufgeräumt. Ich schulde euch doch kein Geld, oder? Nein, nein, ich hab nur mal geguckt. Hier wollte ich rein, oder? Jen? Hä? Oh. Jens Bauernhaus. Habt ihr euch verlaufen? Allerdings. Vorhin, ja jetzt nicht, aber vorhin ist mir was passiert. Ich war auf einmal im falschen Haus. Sprecht Elf. Oh. Ja. Ich wollte übers Wetter quatschen ein wenig. Jetzt möchte ich doch nicht mehr. Das ist total falsch aufgebaut. Da ist der Schmied. Oh.
Ja, das ist aber immer noch da. Wir werden es nie wiederfinden. So einen kleinen Stein da. Wo ist denn dann... Ist das hier? Das ist das auch nicht. Hm? Reisender Kaufmann. Hm? Können wir auch in Sprecht, euch... Elf. Investieren? Nein. Mhm. Ja? Ja. Sprecht, Elf. Ja, tut mir leid. Wir frieren ja gleich. Hm? Ich warte. Ah. Das nehmen wir wieder mit. Zerstöre diese Teile. Ja. Ich grüße euch. Seid gegrüßt auch. Ist aber kalt hier, windig und so. Hier ich führe ein recht gutes Sortiment von Tränken und Alchemiezutaten. Das kannst du jetzt aber laut sagen, oder? Hallo. Hallo, habt ihr was zu verkaufen? Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Nach wie vor ja, sehr gerne. Zutaten hat sie reinbekommen, aber ordentlich. Wein auch. Naja. Ist ja für einen guten Zweck, wenn wir hier kaufen und investieren. Veränderungszauber kosten 12% weniger Magicka. Wir sehen uns. Ja. Wir haben aber immer noch die Kälte an uns, oder? Starke Winde, nass und kalt. Ihr seid im Schneesturm gefangen. Eure Bewegungsgeschwindigkeit wird um 15% verlangsamt. Ziemlich dreckig. Oh, wir sind ziemlich dreckig. Ihr seid ziemlich schmutzig. Euer Mangel an Hygiene kann eure Überzeugungskraft beeinträchtigen. Zeit zum Schwimmen. Ja, ach, wo wir gerade mal hier sind. Warum eigentlich nicht? Schön am warmen Feuer Katzenwäsche machen. Ja, wo ist der Schwamm? Wow, wunderschön. Danke, Serana. Das hat sie schon mal gesagt. Ich glaube, sie meint das so. Ich glaube, Serana mag unsere Lucretia. Aber jetzt, ich habe keine Geduld mehr dafür. Wir brauchen irgendein super leichtes Outfit, das insgesamt nur irgendwie ein Pfund wiegt oder so. Irgendwelche Lumpen oder irgendwas. Irgendwas super leichtes. Das wir unterwegs immer mitnehmen können und mit dem wir also, ja, Alchemie betreiben können, auch unterwegs. Das wäre vielleicht was. Gut. So, jetzt dürfen wir mal. Ah,
Ach, wie schön. Would you look at that? Über eines sind sich alle einig. Dieser Krieg ist schlecht fürs Geschäft. Wir brauchen noch nicht so ganz die richtigen Tränke. Schmiedekunst verstärken, den brauchen wir doch selber. Da wollte ich aufheben, die Auswahl war zu spät jetzt. Ja, das ist ja was wert. Blutende Krone, das ist doch dieser hässliche Pilz. Der rote Pilz. Und dann Tundra-Baumwolle. Das lohnt sich ja richtig für den Verkauf. Denn das findet man an jeder Ecke. Dwemer-Öl ist schon schwerer ranzukommen. Baumwolle braucht man ja wirklich für viele Tränke, wie es aussieht. Ja, das lohnt sich nicht, das Dedra-Herz dafür zu opfern. Ich glaube, das Dedra-Herz brauchen wir auch zum Schmieden nachher für irgendwas. Ach. Ja, aber das ist ja dann noch weniger wert. Gift, Magika senken. Da wird es ja... Ach so. Nee. Geht nicht mehr. Okay, dann war's das. Beenden wir das. Und jetzt aber... Hallo. Kann ich etwas für euch tun? Jetzt haben wir wieder das falsche Outfit an. Moment. Halt. Ausrüsten. Ja genau, die Bellas-Amulette brauchen wir. Was habt ihr jetzt zu verkaufen? Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Ich bin fasziniert davon, was ihr so alles Schönes in eurer Tasche habt. Schön, was ihr hier so verkauft. Gesundheit verstärken. So viel wert ist das. Das war's schon.
und Gesundheit sinken. Einmal. Also gut. Ja, vielen Dank. Habt ihr die Tierknochen? Habt ihr nicht mehr, oder? Ich wollte mir nämlich noch so eine Markierung bauen. Schneesturm hier. Ich hatte gedacht, bevor ich das da eingerissen habe vorhin, dachte ich, dass wenn wir das einreißen, dass wir dann unsere Markierung wieder rausbekommen. Jetzt erinnere ich mich. Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten. Und was macht ihr da so? Met holen? Den ganzen Tag nichts anderes, nur Met holen, weißt du? Wie verkauft er auch hier drin? Teillos. Ne, der wärmt sich hier ein wenig auf. Hallo. Ihr braucht etwas? Ja, tatsächlich. Aber du verkaufst ja nichts. Was sind das für 3 Punkte? Natürlich. Oh, noch mehr. Es war schön, mit euch zu reden. Ja, wer weiß, wer weiß. Ja? Genau, wo bist denn du jetzt? Ah. Hallo. Bis zum nächsten Mal. Ja, der muss erstmal in seinem Schmiedeladen hier sein. Sonst verkauft er nichts. Hier gar nichts herstellen in die Richtung. Vielleicht können wir was schnitzen. So, Begleiter befehligen, beruhigen, Rückzug, Jäger kochen, Einfallsreichtum. Nützt euer Wissen über das Überleben in der Wildnis, um Lagerfeuer zu errichten, Holz zu sammeln und nützliche Gegenstände herzustellen. Ja. Nützliches? Durchsuchen Sie die Umgebung nach essbaren Pflanzen und nützlichen Materialien. Kann nur im Freien verwendet werden, aber natürlich doch. Gegenstand herstellen. Ah, cool. Moment mal, einen Amboss können wir herstellen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Schleifstein, Schmelzhütte. Schneebärenextrakt können wir ja doch noch herstellen. Sehr schön. Eine Werkbank. Übungspuppe. Oh nein, ich sehe schon. Übungsziel. Aber wir können unsere Marker nicht mehr herstellen. Und... natürlich fehlt hier wieder der Hackklotz, um Holz zu hacken. Ach, das ist aber auch... jetzt haben wir nämlich keine Marker mehr und ich habe keine Ahnung, wo wir die noch herbekommen könnten sonst. Wildländer. Wildländer Skill 9, Skillpunkte 11 haben wir. Fähigkeiten, Info, Fortschritt, Fähigkeiten.
das ist nicht das, was ich suche. Geht wohl nicht mehr jetzt. Das ist echt schade. Da hatten wir die letzten drei. Ach, das muss doch irgendwo gehen. Wir konnten schnitzen. Irgendwo konnten wir schnitzen. Holz sammeln, Lagerfeuer errichten, nützliches. Ich dachte, das wäre hier. Einfaches Kochen. Wenn Sie mit Ihrem Lagerfeuer nur Stöcke und Steine verwenden, können Sie ein paar sehr einfache Rezepte zubereiten. Immerhin. Schnitzen können wir nicht mehr. Ich habe auch nicht gesehen, dass wir diese... Ach so, Moment mal. Dass wir diese Amulette herstellen können. Vielleicht können wir das ganze Zeug hier herstellen. Ja, Insektenfallen? Okay, liegt nahe. Oder ist das jetzt eine Packtasche? Oh, ich fand das mit den ausgehöhlten Steinen fand ich sehr, sehr gut. Muss ja kein Stein sein, hätte ja auch ein Baumstumpf oder so sein können, aber da es hier so viele Steine gibt, lag das ja schon nahe. Drei Leder und drei Lederstreifen. Ja gut, so eine Packtasche, wenn das so ist, wie so ähnlich wie mit dem Stein, dann ist das okay. Das sehen wir ja eher, wenn da so eine Packtasche liegt. Sieht zwar dann nicht mehr so schön aus, passt nicht in die Welt, aber... Immerhin sehen wir es besser. Nee, wir konnten schnitzen. Irgendwie konnten wir schnitzen. Da lasse ich mich nicht abbringen. Das war so. Und damit konnten wir die Dinger schnitzen. Unter anderem. Reisende Jäger, reisende Gefolgsleute, Beziehung und Handeln. Reisende Jäger. Anzahl der Jäger, Anzahl... von Jagdhunden? Nee, das ist das alles nicht. Reisende Gefolgs? Nee, da stellt man das ja nur ein. Beziehung? Jäger und Spieler? Jäger und Schlachterfisch? Wildleben? Nee, das ist das alles. Das sah anders aus. Das war was anderes. Das haben wir nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Da ist so vieles, was wir machen konnten. Nee, Holz sammeln will ich ja nicht. Lagerfeuer errichten auch nicht. Nützlich ist eigentlich, aber suchen will ich ja jetzt auch nicht zu essen oder so. Nee, das ist das alles nicht. Voll schade. Tja, aber wir haben doch die Amulette noch, dann müssen wir doch den Rest auch machen können. Schnitzen, vielleicht können wir schnitzen nur am Lagerfeuer. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ist zu stürmisch. Die anderen sind auch schon alle abgehauen. Guten Morgen. Ja, der macht bis immer, dann. Der macht immer Pause hier. Jetzt geht er wieder ein bisschen arbeiten. War keine gute Idee, in deinen Laden zu investieren, hä? Oh Mann. Unsere Kronkorken kriegen wir nie wieder, glaube ich. Wir konnten doch draußen ein richtiges Zeltlager aufbauen mit Gerbgestell. Lagerfeuer, ja, so ein Amboss konnten wir auch dahinstellen. Ja, vielleicht können wir das nur an dem Gerbgestell da draußen herstellen, was ich meine. Oder ich hab's vielleicht übersehen. Hm? Nee, das war... Ich lass mich nicht abbringen davon, das war Schnitzen, aber vielleicht brauchen wir das Pelzmacher-Werkzeug. Wir werden es noch rausfinden in einer der nächsten Folgen. Jetzt holen wir uns unsere
Guten Morgen. Dollars hier noch zurück und... Dann war's Klingen, das. Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Oh, zeig mal, was du so hast. Ja, wir kaufen alles. Damit sich das auch lohnt. Du verkaufst sogar Kuchen. Torte. Sowas in der Art. Ja, schön. Also wenn wir in eine wärmere Gegend kommen, in einer der nächsten Folgen, müssen wir das unbedingt mal ausprobieren. Ich bin sicher, wir können irgendwo ein Lagerfeuer hinstellen. Und dann... Da können wir irgendwas schnitzen. In der freien Natur, glaube ich, dann nur. Vielleicht ist das so... So, danke schön. Auf Wiedersehen. Wer hätte das gedacht? Wir können uns nicht mehr bewegen. Und weil wir so schlau waren, haben wir unser Versteck abgerissen. Na, aber vielleicht können wir ja jetzt doch noch was anderes hier herstellen. Ah, vielleicht hier? Den Wanderstab können wir doch auch noch herstellen. Beutel müssen wir unbedingt auch noch basteln alle. Wir brauchen Holz. Oh nein, jetzt geht ausgerechnet nein, jetzt. Nein, tut mir leid. Nichts. Geht irgendwer Holz hacken da drüben? Ja? Ich wollte Holz hacken. Ich schulde euch doch kein Geld, oder? Nein, ich möchte euren Holzhackklotz benutzen. Wir können den nicht selber bauen, deswegen. Ihr braucht etwas? Darf ich auch mal? Was gafft ihr so? So, jetzt. Das ist aber stürmisch hier in Helljahren. Ich schulde euch doch kein Geld, oder? Ah, nein. Hm?
ganz schön kalt. Hoffentlich fallen Sie. Nein, tut mir leid. Nicht gleich nichts. Um. Hm? Ihr habt's kalt hier. Ich wollte doch irgendwas basteln. Na, das Pelzmacherwerkzeug vielleicht. Können wir damit irgendwas machen? Ihr braucht etwas? Nein, 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 nein. Seid mal alle nicht so ungeduldig, ja? Nanu, ist das eine Wache von Dämmerstern? Zeigt eure eitlen Zaubertricks einfach woanders. Mir ist kalt, ich muss das machen. Oh, wer steht denn da? Der Ork in der Kälte. So, Pelzmacherwerkzeug. Was machen wir denn jetzt damit? Benutzen? Oh gut, danke schön. Was machen wir mit Pelzmacherwerkzeug jetzt? Was machen wir mit dem Ork? Ich glaube, das haben wir schon gemacht. Wir haben schon mit ihm gesprochen. Ich kann euch nicht helfen, Freund. Sprecht mit Hardring, dem Wirt. Weiß ich jetzt nicht, was wir mit dem Pelzmacherwerkzeug anrichten können. Aber wir müssen uns erst aufwärmen. Dann geht's in der nächsten Folge Richtung Ziel. Was sagt die Karte uns eigentlich? Da ist doch irgendetwas. Kehre zu Rissar zurück. Oh mein Gott! Der ist umgezogen. Ach so, der ist jetzt bei Markart. Natürlich! Der war bei Weißlauf. Oh, das ist ja auch interessant. Ha! Das ist ja lustig. So, aber erstmal gehen wir uns jetzt aufwärmen hier drin. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Schön. Und wir haben Pelzmacherwerkzeug und wissen nichts damit anzufangen. Das hat einfach nur Gewicht. Ist das nur so ein optisches Ding? Eigentlich. Ich will ja beileibe nicht unhöflich sein, mein Freund. Aber mir ist gerade nun wirklich nicht nach Gesellschaft. Ja, was sagst du mir das? Was sollte denn das jetzt?
Ist das ein Hilfeschrei gewesen? Wie dem auch sei, wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.